Die Special Olympics World Games, die Weltspiele der Fröhlichkeit mit einer Athletenparty am Donnerstagabend, die trotz grauer Wolken für alle, die dabei waren, ein absolutes Stimmungshighlight ist. Am Morgen danach öffnet Petrus die Schleusen und die Athletinnen und Athleten, sie öffnen wieder ihre Herzen. Das Futsal-Team aus dem Senegal zaubert, trifft und siegt gegen Chile. Die Stimmung nähert sich dem Siedepunkt und kocht beim Powerlifting endgültig über. Und das liegt an ihm, an Aegir Ólafsson, dem Isländer, der zwar nicht laufen kann, aber Kniebeuge trotzdem macht und damit einer dieser Helden ist, für die Aufgeben keine Option darstellt und damit zum Vorbild für viele wird. Mitchell Brown ist einmal um die halbe Welt geflogen, um bei den Special Olympics World Games dabei sein zu können. 30 Stunden von Neuseeland nach Deutschland und die Reise hat sich gelohnt. Mitchell Brown gewinnt auf dem Golfplatz von Bazzaro Gold. Erster Gratulant, sein Caddy und Vater Michael Brown, ein glänzender Familienausflug. Berlin lädt ein zu den Special Olympics World Games. Die weltweit größte Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Infos unter berlin2023.org.